Wir sind heute in Düsseldorf und haben die Chance, ein Haus zu besichtigen, was gerade auf dem Markt ist. Und dafür habe ich mir Unterstützung geholt von Jörg. Du arbeitest bei Böcker Wohnimmobilien und Jörg wird uns jetzt einmal durch das Haus führen. Ich würde sagen, dann gehen wir mal direkt rein. Dankeschön. Das Haus ist in 4 Etagen aufgeteilt. Keller, Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und ein Dachgeschoss, das zum Studio umgebaut wurde. Wir fangen natürlich im Erdgeschoss an. Ah, okay. Und das ist jetzt der Flur? Genau, das ist im Prinzip hier Entree. Klassisch für ein Doppelhaus oder für ein Reihenhaus in Deutschland ist, dass du auf irgendeiner Seite immer ein Gäste-WC hast. Ah, das heißt hier ist Gäste-WC? Genau, das wäre dann hier. Ja, sehr gut. Genau, und daneben kommt typischerweise auch eine Garderobe, damit, wenn du Gäste hast oder die Kinder zu Hause sind, entsprechend die Sachen da abgelagert werden. Was hier sehr schön ist, durch das bodentiefe Fensterelement hast du halt hier auch eine Transparenz in der Diele, weil du bist so ein bisschen eingemauert, aber da kommt genug Licht rein. Und da sehe ich schon, ist ein großer Raum wahrscheinlich das Wohnzimmer oder ein großer Wohnbereich? Ganz genau, das ist ein toller Wohnbereich mit rund 40 Quadratmeter Größe in Summe, Fußboden beheizt, auch hier zu beiden Seiten bodentiefe Fensterelemente. Im Übrigen ist das Grundstück gegen Süden ausgerichtet, das heißt, hier kommt sowieso sehr viel Licht rein. Und was man auch so im Hintergrund so ein bisschen sieht, was auch sehr im Trend ist, ist so eine halboffene, in dem Fall halboffene Einbauküche, das heißt, ich habe die Kommunikation auch in die Küche. In dem Fall ist es noch mit einer Wand getrennt, könnte man aber auch wegnehmen, dann wäre es ganz offen. Jetzt ist das ja schon relativ groß, finde ich. Das wirkt natürlich auch durch die Fenster noch mal größer. Ja. Wie viel Quadratmeter fasst denn das ganze Haus? Das ganze Haus hat summa summarum an reiner Wohnfläche ungefähr 150 Quadratmeter. Kommt der Keller noch drauf, bist du so bei knapp 200. Okay. Und Nutzfläche. Nutzfläche dann? Wohnnutzfläche. Okay. Ja. Und dazu zählt auch der Garten? Nein, der Garten ist natürlich separat zu sehen. Das ist die Grundstücksgröße. Die beläuft sich hier auf 257 Quadratmeter. Ist überschaubar groß. Das Haus steht ja logischerweise auch drauf. Ist aber typisch für ein Neubaugebiet, in dem wir uns befinden. Weil auch da heißt es natürlich für einen Bauträger Business as usual. Das heißt kleine Grundstücke und viele Häuser. Du hast eben schon den Boden angesprochen. Hier ist eine Heizung drunter. Genau. Ist das im gesamten Haus? Also hier ist bei dem Haustyp ist es so, dass die Fußbodenheizung nur im Erdgeschoss verbaut ist und in den anderen Etagen Heizkörper. Ist auch nicht schlecht, weil eine Fußbodenheizung hat grundsätzlich die Eigenschaft, dass sie träge ist. Das heißt, wenn ich sie einschalte, brauche ich etwas Zeit, dass es aufwärmt und bis es runterkühlt genauso. Und gerade in dem oberen Bereich sind ja oft Schlafzimmer und in den Kinderzimmern will ich ja mal öfter schnell heizen. Und von daher würde ich grundsätzlich empfehlen, da eher Heizkörper zu verbauen. Wollen wir sonst einmal kurz rausgehen? Absolut, sehr gerne. Das Praktische an so einem kleinen Grundstück ist ja dann auch, man muss nicht so viel Rasen mähen. Ist in 5 Minuten durch, oder? Genau, das ist absolut überschaubar und pflegeleicht. Die Größe bezieht sich auf ungefähr 70 Quadratmeter und es ist genug Platz für die Kinder. Es passt ein Trampolin drauf, es passt ein Sandkasten drauf, weil sich in der Regel ab einem gewissen Alter das Leben für die Kinder hier eher in Anführungsstrichen auf der Straße abspielt, in den ganzen Zwischenwegen. Man kennt sich, man passt aufeinander auf, man spielt draußen Fußball, es gibt Spielplätze, es gibt andere Begegnungsstätten und da spielt sich das Leben ab. Wenn die Kinder so ganz klein sind, dann spielen sie noch einen Sandkasten, aber hinterher hat sich das erledigt und dann braucht auch keiner mehr einen Riesengarten, der, wie du richtig ich sage, pflegeintensiv, ist kostenintensiv. Das ist eigentlich für die junge Familie von heute ausreichend. Ist so ein Garten dann eigentlich mit auch so ein Grund, warum man ein Haus kauft? Weil man ist ja jetzt sehr privat auch. Das ist eigentlich der Grund, warum auch viele Familien sagen, kommen ja oft aus Mietwohnungen, drittes, viertes Obergeschoss, vielleicht mit einem Balkon, das ist schön und gut, aber das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum eine Familie ein Grundstück oder beziehungsweise ein Haus erwerben möchte, weil sie dann eben diese Privatsphäre im Garten hat. Man ist draußen, es wird im Sommer eigentlich Bestandteil des Wohnzimmers bei schönem Wetter, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, alles offen. Und das ist eigentlich eins der Hauptargumente, warum man sich für ein Haus und vielleicht gegen die Eigentumswohnung entscheidet. Okay, und hier sind ja jetzt schon Steine drauf. Das heißt, die könnte man theoretisch auch noch mal verändern, wenn man das möchte. Das ist super flexibel. Ja. Praktischerweise haben die ja auch einen Apfelbaum hinterlassen. Das heißt, man kann auch alles so dann übernehmen, wie es jetzt hier im Garten vorzufinden ist. Absolut, genau. Also die Immobilie wird ja immer so verkauft, wie sie steht und liegt, mit allen Vor- und Nachteilen. Der Vorteil hier ist ganz klar, ich habe ein bewachsenes Gartengrundstück mit einer hohen Decke, mit einem Rasen, der gesät ist, mit Bepflanzung. Wenn mir das gefällt, übernehme ich das. Wenn ich das nicht mag, kann ich das nach Belieben auch ändern. Okay, das ist ja echt super praktisch. Absolut. Wollen wir uns noch mal reingehen und uns noch mehr anschauen? Das ist auch so ein Trend, oder?
Genau, das ist ein totaler Trend. Heute muss alles offen sein. Viele sagen, eine offene Küche ist so lange schön, solange man sie nicht benutzt. Okay. Aber hier sieht man das ja, ist alles sehr ordentlich und aufgeräumt. Aber es ist eher so die Kommunikation, die man heute schätzt. Früher waren es geschlossene Einheiten, da wurde dann wirklich nur gekocht und dann gab es einen Essbereich. Heute ist alles offen. Im Prinzip fließender Übergang zwischen Kochen, Essen und Wohnen. Hier ist ja jetzt schon eine Küche drin, denn Das Haus hat vorher jemand anderem gehört. Genau. Und jetzt steht es zum Verkauf, oder? Genau. Ist quasi erwerbbar. Genau, so ist das. Genau. Es ist aktuell auf dem Markt und wird auch angeboten. Einbauküchen ist immer ein heikles Thema, ähnlich wie ein Badezimmer, ein sehr emotionaler Punkt. Ich kann für eine Einbauküche 8.000 Euro oder 180.000 Euro ausgeben. Von daher ist es eigentlich immer sehr praktisch und wird sehr gern angenommen, wenn die Küche schon drin ist. In dem Fall ist es durchaus eine etwas wertigere Küche, weil sie eine große Granitarbeitsplatte hat mit gängigen Markeneinbaugeräten. Und man hat den Vorteil, dass man dann eben keine neue Küche einbauen muss und die sicherlich noch 10, 15 Jahre gut zu benutzen ist. Ich würde dann jetzt auch noch einmal hier rumgehen und mir das angucken von nahem, weil das finde ich auch immer super spannend. Absolut, sehr gerne. Wie ist das mit Küchen generell? Ist das irgendwie so ein Trend, dass die nicht mehr ganz so groß sind? Weil das ist jetzt ja auch nicht die größte Küche, würde ich jetzt sagen. Ja, absolut, absolut richtig. Also das ist hier eher dem Haus angepasst. Grundsätzlich ist der Trend schon dahingehend, dass Küchen kommunikative Räume sind, die groß sein sollen. So ähnlich ist es auch mit Badezimmern. Also früher war es eher zweckmäßig, jetzt ist schon die Großzügigkeit absolut gefragt. Deswegen auch hier dieser Übergang quasi in den Essbereich. Als Beispiel, wenn ihr jetzt hier eine Einweihungsparty oder generell eine Partys macht, konzentriert sich ja immer alles sehr viel auf eine Küche. Ne? Das ist auch so ein bisschen ein Indiz dafür, dass das so ein Anzugspunkt auch ist. In dem Fall ist es eigentlich eine ganz gut ausgestattete Küche mit einer Granitarbeitsplatte und sämtlichen Markeneinbaugeräten. Sie ist jetzt, glaube ich, schon so summa summarum 10, 15 Jahre alt, könnte aber auch heute auch noch so wieder eingebaut werden. Und wenn man so ein Haus erwerben möchte und sagt, also die gefällt mir jetzt gar nicht, die kann man nicht einfach rausreißen. Genau, da gibt es ja heute diverse Küchenanbieter, das weiß jeder. Da gibt es heute tolle 3D-Animationen. Da gehe ich in ein Küchencenter, nehme meinen Grundriss mit von meinem Haus, den sollte jeder haben. Und dann kreieren die relativ schnell eine tolle, maßgeschneiderte Küche. Und das ist heute total überhaupt gar kein Problem. Das heißt, das ist schon der Erdgeschossbereich mit Wohn-, richtig, Küche und hier dem Eingangsbereich, genau, und kleinem WC. Genau. Lass uns gerne in die erste Etage gehen, weil das sind bestimmt Kinderzimmer oder Büros. Sehr gerne, genau, sowohl als auch. Okay, jetzt kommen wir in die oberste oder in die erste Etage vielmehr. Wie viele Stockwerke hat das Haus insgesamt nochmal? Das Haus hat im Prinzip, wenn man so will, inklusive Keller vier Ebenen, also Kellergeschoss, Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und das Dachgeschoss. Jetzt sind wir im ersten Obergeschoss. Hier finden wir in Summe drei Zimmer, die als Schlafzimmer genutzt werden können, nebst einem großzügigen Badezimmer. Und hier war offensichtlich ein Kinderzimmer. Ganz offensichtlich, das kann man der Farbgestaltung entnehmen. Es ist halt so, dass eine Immobilie, wenn sie dann verkauft wird, eigentlich so verkauft wird, wie sie steht und liegt und auch kein Maler durchgeht. Das obliegt dann dem neuen Eigentümer, sich hier frei zu gestalten. Und deswegen ist das im Prinzip noch der Zustand nach Auszug. Ne? Okay. Das ist ein klassisches Kinderzimmer mit einer Größe von rund 14, 15 Quadratmetern. Auch mit einem schönen bodentiefen Fensterelement und übrigens im ganzen Haus elektrische Rollos. Ah ja, das ist natürlich praktisch. Genau. Mir kommt das jetzt relativ klein vor. Also ich bin in der Mietwohnung groß geworden mit einem 20 Quadratmeter Zimmer für mich alleine. Also ich habe noch eine Schwester, da hatten wir jeder eins. Und denke ich so, irgendwie wirken die Kinderzimmer so recht klein. Ist das ein Trend? Das ist zum einen, ist das nicht unbedingt ein Trend, aber leerstehende Räume wirken oft kleiner, als sie sind. Man merkt es dann, wenn man sie auch einrichtet und wenn man sie jetzt ausmessen würde. Das ist eine kleine optische Täuschung. Das ist jetzt hier kein Tanzsaal, aber in der Regel ist eine klassische Größe für ein Kinderzimmer irgendwas zwischen 12 und 15 Quadratmeter. Es ist auch generell so, dass die Familien mit, sagen wir mal, zwei oder drei Kindern gar nicht unbedingt so großen Wert darauf legen, dass die Zimmer riesig sind, sondern es ist sehr wichtig, dass ein Haus überhaupt die Anzahl der Zimmer hergibt. Ja, gerade im Zeitalter von Homeoffice kommen immer mehr Kunden und sagen, ich brauche jetzt auf einmal einen Raum mehr. Und dann haben wir noch zwei Kinder und dann brauche ich auch noch einen Gästebereich. Das wird natürlich je nach Haustyp schon ganz schön eng. Das ist auch eine Kostenfrage. Ist eine Kostenfrage. Und ich glaube, da sind auch die Bauträger gefragt, ein bisschen kreativer zu sein und vielleicht noch irgendwoher einen Raum zu schustern, was am Ende des Tages aber zulasten der Gesamtfläche geht, ganz klar. Weil die Häuser an sich eigentlich erstmal nicht größer werden. Okay, das heißt, da links nebenan gibt es noch einen Raum. Genau. Sind die dann alle ungefähr gleich groß? Die sind ungefähr gleich. Der ist so gefühlt 3-4 Quadratmeter größer. Und auch das war vorher ein Kinderzimmer. In dem Fall auch mit zwei Fensterelementen, weil wir ja hier logischerweise auch die Endlage haben des Gebäudes, sodass wir ja auch noch ein Fenster haben mit
mit viel Licht. Und das heißt, wenn ich dieses Haus jetzt erwerbe, hier ist ja jetzt alles noch so bemalt und auch so mit ein paar Bildern, dann könnte ich das auch schon so übernehmen und kaufen und sage, ich nehme das so, weil ich mache sowieso mein eigenes Ding daraus. Genau. Sobald im Prinzip der Kaufpreis geflossen ist, ist der wirtschaftliche Übergang gegeben, das Haus steht leer. Man könnte hier zum Beispiel vereinbaren, dass das Zahlungsziel schnellstmöglich ist. Das dauert in der Regel 4 bis 6 Wochen. Dann kriegst du die Schlüssel und dann kannst du insbesondere von innen machen, was du willst. Von außen, wenn du dich umschaust, sind die ja vom Klinker her alle gleich. Da gibt es sicherlich auch eine Satzung, dass die Frau Müller jetzt nicht pink und die Frau Meier gelb streicht. Aber von innen hast du alle Freiheiten. Der Vorteil von solchen Häusern ist auch, dass praktisch innen kaum tragende Wände sind. Wenn du jetzt dran klopfst, hört man es auch. Das heißt, wenn der Bedarf sich ändert und man möchte eher großzügiger wohnen, weil zum Beispiel ein Kind aus dem Haus ist, kann man auch so eine Wand wegnehmen und dann hat man halt einen Raum weniger, aber dafür ein sehr großzügiges Zimmer. Mhm. Also sehr flexibel. Und hier auf der Etage gibt es bestimmt auch ein Badezimmer. Genau. Oder so. Weil unten war jetzt ein kleines WC, ein Gäste-WC. Ja, richtig. Aber ich sehe schon ein großes Bad mit Badewanne. Genau, und Dusche. Und Dusche, beides. Und trotzdem super großzügig. Ja. 2 Waschbecken. Das ist, habe ich auch das Gefühl jetzt auch, dass viele das sehr mögen, dass man zu zweit irgendwie Zähne putzt. Das ist absolut so. Es ist auch der Trend, dass man eigentlich 2 Badezimmer in einem Haus hat. Hier muss ich sagen, war offensichtlich der Bedarf nicht. Dieses Haus hat zwar Anschlüsse für ein zweites Bad, aber es ist nicht verbaut worden. Das kann man aber absolut machen als neuer Eigentümer, damit der Stau in dem Badezimmer sich morgens etwas entspannt. Und das ist eigentlich ideal, auch abends, wenn ich 2 Kinder habe, kann jeder ein Waschbecken benutzen, aber auch die Eltern dann abends. Das ist absolut üblich, dass man heute 2 Waschbecken einbaut. Ja. Ich sehe ein Fenster, das ist ja immer super wichtig, ganz gerade wichtig. Auch bei Mietwohnungen achte ich da immer sehr drauf. Ist das mittlerweile so, dass man sagt, es ist eigentlich Pflicht, einen Tageslichtbad zu machen, weil der Rest einfach zu anfällig ist für irgendwie Schimmel? Also sagen wir mal so, da muss man differenzieren zwischen Eigentumswohnung oder Mietwohnungsbau. Manchmal ist es so, dass sich der Strang der Bäder durch die Gebäude zieht, insbesondere bei Mietwohnungen. Und da lässt es sich manchmal nicht verhindern, dass ich eben keines Tageslicht habe, was viele nicht gut finden, was ich auch nachvollziehen kann. Bei Einfamilienhäusern oder generell bei Häusern haben die Bäder eigentlich fast immer, bis auf wenige Ausnahmen. In den 70er Jahren gab es mal so eine Zeit, wo es kein Tageslicht gab in den Bädern, aber insbesondere bei neueren Häusern ist also das eigentlich gewährleistet und es würde sehr wahrscheinlich sonst auch niemand kaufen. Ein Haus ohne Bad mit Tageslicht, das ist einfach nicht der Trend. Wann ist dieses Haus gebaut worden? Das Haus ist aus dem Jahr 2005, also für eine Immobilie mit einer Erwartungsdauer von rund 100 Jahren, sagt man, ist das noch sehr jungfräulich. Mhm. Also ja. Kein Alter für ein Haus. Okay. Was man natürlich auch in der Ausstattung sieht, ja. Was den Zustand generell angeht. Auf jeden Fall. Und dann gibt es hier auf der Etage noch ein Zimmer. Genau. Das ist insgesamt dann 4. Und das ist auch so in der Größe wie eben die anderen beiden Räume. Ja. Mit Fenster. Genau, mit Fenster. Dazwischen den Häusern liegen immer die Garagen. Und das Haus ist übrigens 1,5-geschossig gebaut. Das erkennt man immer daran, dass man im ersten Obergeschoss schon so ein bisschen Schräge hat. Es gibt Leute, die finden das störend, weil die sagen, ich bin eingeschränkt mit meinem Mobiliar. Es gibt viele, die sagen, das hat aber Charme, ist so ein bisschen individueller. Mhm. Das muss jeder selbst wissen. In Summe hat man eigentlich genügend Platz, auch bei 1,5-geschossigen Häusern. Das ist überhaupt gar kein Problem. Okay. Und das ist im Prinzip, ich glaube, in dem Fall sogar das größte Kinderzimmer oder Schlafzimmer hier auf der Ebene. Okay, mit dem Geschoss, was ihr gerade gesehen habt, ist aber noch lange nicht Schluss. Wir haben noch ein ganz tolles Dachgeschoss, was komplett ausgebaut ist. Ein großes Studio mit viel Licht und viel Platz. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Gehen wir mal hoch. Aha, okay, das ist wahrscheinlich ein Kinderparadies. Oder wenn man Teenie ist, absolut. Hier oben leben. Entweder so, für einen Teenie natürlich ein Traum, aber auch ein gern angenommener Rückzugsort für Eltern. Die sagen sich dann lieber, ab einem gewissen Alter sollen die Kinder im ersten Obergeschoss schlafen. Dann können wir uns hier zurückziehen. Man kann hier wunderbar auch eine Ankleide noch einbringen. Das wäre dann eine Schreinerarbeit, weil wir auch hier etwas die Schrägen haben. Sehr hell. Zugegebenermaßen wird es im Sommer auch ein bisschen warm. Also ich war noch nie in einem Gebäude, egal wie alt, was im Sommer nicht warm wird. Deswegen hier das Thema eventuell auch mit steigenden Temperaturen der Klimatisierung. Wäre aber kein Problem, kann man alles machen. Und ansonsten ist das ein sehr flexibler Raum. Wir haben hier zusätzlich die Möglichkeit, ich hatte es eben so ein bisschen angesprochen, ein zweites Bad auch zu kreieren, weil die Anschlüsse vorhanden sind. Und das ist eigentlich der Trend bei der Größe. Ist jetzt hier leider nicht vorhanden, ist aber möglich. Und würde dann auch gar nicht großartig ins Gewicht fallen, weil das heißt, man würde das hier ziehen? Genau, zum Beispiel. Könnte man, dahinter liegen jetzt die Leitungen, könnte man hier eine Trockenbauwand ziehen, könnte hier eine Dusche einbauen, weil wie gesagt, Wasseranschluss ist vorhanden, Strom auch und das ist also kein Problem. Es gibt viele Häuser hier in dem Wohngebiet, die das schon haben. Die Familie hat sich aber damals dagegen entschieden, weil sie vermutlich auch den Bedarf nicht hatte. Okay.
Die Decke ist jetzt hier natürlich auch recht hoch, das ist ja schon fast Altbaucharakter. Wie viele Meter sind das? Das sind so gefühlt 3,50 Meter. Eine lichte Höhe und dann hast du natürlich, holt dich die Schräge des Satteldachs ein. Aber das hat natürlich viel Schlamm. Darüber kommt jetzt kein zusätzlicher Spitzboden mehr oder eine Staufläche. Da ist dann wirklich auch das Dach vorhanden hinter der Dämmung. Und dieses Haus ist ja wahrscheinlich sehr schnell weg, nehme ich an. Ja. Das ist auf dem Markt und zack, wird es einem weggerissen bei den aktuellen... Wenn es auf den Markt kommt, es ist so, es ist ja unterschiedlich. Wir als Dienstleister haben den Anspruch, dass wir sehr stark vorregistrierte Kunden auch dann bevorzugt behandeln. Mhm. Und das ist von der Lage her und vom Haustyp, was ja insbesondere Familien mit Kindern, die ihr erstes Haus erwerben, dann kaufen, so stark nachgefragt, dass es eigentlich in diesen klassischen Portalen nicht auftaucht. Ja. Was mir jetzt aufgefallen ist, was fehlt, klar, unten hat man eine kleine Terrasse, aber sonst einen Balkon, da wurde jetzt ja nicht mitgeplant. Ein Balkon wird eigentlich bei Neubauten heutzutage gar nicht mitgeplant. Das ist maximal ein optisches Kriterium, aber ganz ehrlich, wenn du ein Haus hast mit Garten, nutzt du nicht den Balkon. Wenn du jetzt natürlich ein Flachdach hast und hast dann irgendwie eine Dachterrasse, das ist natürlich sehr hip und sehr cool, dann macht man das. Aber so ein klassischer, kleiner, vorgelagerter Balkon, das findest du bei vielen Häusern aus den 60er und 70er Jahren, vielleicht noch 80er Jahre. Der ist meistens verwittert, wenn so ein Haus verkauft wird, weil er nicht genutzt wird. Okay, das ist interessant. Ja, das ist aber leider so. Okay, würde das preislich denn viel ausmachen, wenn man noch einen draufsetzt oder anbaut? Also hier müsste, das ist ein baurechtliches Thema. Man müsste erstmal prüfen, ob das überhaupt hier genehmigt wird. Aber ich glaube, das würde auch keiner machen. Wenn du jetzt einen Preis wissen willst, zum Balkon, der angebaut wird, liegt sicherlich auch bei 20.000, 30.000 Euro. Mhm. Ja. Wo wir auch bei Preisen sind, was ist denn hier das Haus wert oder für welchen Preis wird es circa wahrscheinlich verkauft? Also es wird so knapp über 1 Million aktuell angeboten, was sicherlich ein stolzer Preis ist, gar keine Frage. Das ist eben aktuell die Marktsituation und unterm Strich wird es für knapp 1 Million sicherlich veräußert werden. Ja. Da könnt ihr natürlich dann, Baufinanzierung leicht gemacht, heißt ja unser Kanal, noch mal ein paar andere Videos abchecken, wie ihr das Ganze finanziert. Stolzes Sümmchen. Wir sind aber auch hier in Düsseldorf, muss man auch noch mal dazu sagen. Ist ja auch ein Ballungsbezirk groß, absolut, genau wie Frankfurt, München, Berlin, wo es immer recht teuer ist. Aber man hat auch ein tolles Grundstück und ziemlich viele Möglichkeiten, wie du gesagt hast, was auch super praktisch ist. Genau. Und es ist völlig richtig, was du sagst. Es ist viel Geld, was man auf den Tisch legt. Aber bei der Immobilie ist es eigentlich in den letzten Jahren immer so gewesen, dass man von einer vielleicht zurzeit etwas konservativeren, aber von einer Wertsteigerung ausgeht. Das heißt, ich parke mein Geld und im Optimalfall hole ich auch noch einen Gewinn raus. Und von daher, das sollte man in seiner Planung natürlich mit einbeziehen. Es ist eigentlich fast auszuschließen in dem Bereich, den du angesprochen hast, hier Düsseldorf Nord, dass man jetzt irgendwie Geld vernichtet. Man nimmt es einmal in die Hand, man muss es auch bekommen. Thema Finanzierung, gar keine Frage. Aber man nutzt es auch, man lebt es auch. Und wenn man es dann irgendwann verkauft, fährt man praktisch auch wieder eine Ernte ein. Ja, und das ist ja eigentlich bei einem Gebrauchsgegenstand sonst gar nicht nötig, weil der sich abnutzt. Und bei einer Immobilie ist es eigentlich antizyklisch. Ja, und da kann man schon von einer Wertsteigerung ausgehen. Da sind wir auch so ein bisschen beim Vorteil, Nachteil, Hauskauf und Eigentumswohnungskauf. So vielleicht mal das gegenübergestellt. So ein Haus hat ja eine richtig große Wertsteigerung, die, wenn ich vielleicht im Alter dann eine Altersvorsorge brauche, mir viel bringt, wenn ich das Haus verkaufen möchte. Gehen wir davon aus, man muss irgendwie ins Altersheim und dann hat man das und kann das davon finanzieren, von dem Verkauf. Also das ist ja schon der deutliche Vorteil von einem Haus. Was sind noch so Vorteile, wo du sagst, ein Haus lohnt sich schon im Gegensatz zu einer Eigentumswohnung vielleicht? Genau, man muss natürlich die Zielgruppen differenzieren. Die Zielgruppe von so einem Einfamilienhaus sind typischerweise, haben wir auch schon angesprochen, viele junge Familien mit Kindern. Warum entscheiden die sich für ein Haus? Da gibt es natürlich neben der Großzügigkeit die Faktoren Garten. Natürlich gibt es auch Eigentumswohnungen mit Gartenanteil, die sind übrigens auch sehr gefragt, weil es absolute Mangelware ist. Ich habe eine Garage am Haus, zumindest bei einem Doppelhaus, wie es hier der Fall ist, und ich habe einen Keller, wo ich viel Sachen lagern kann. Was bei Kellern auch im Neubaubereich der absolute Trend ist, haben wir hier leider nicht, aber man sollte es mal erwähnen, ist, dass ich möglichst viel Transparenz und Wohnfläche auch in den Keller bekomme. Thema lichte Höhe vielleicht von 2,40 Meter, 2,50 Meter und dann eine Abwischung, dann habe ich einen super Hobbyraum mit Tageslicht, kann eventuell ein Bad unterbringen, kann den Gast da unterbringen. Das ist natürlich auch noch eine Sache, die ich bei einer Eigentumswohnung nicht mache. Grundsätzlich ist bei Eigentumswohnungen die Zielgruppe
entweder, dass du sagst, ich habe da Best Ager, das ist eher das Klientel, die vielleicht aus einem Haus kommen und den Bedarf nicht mehr haben, weil die sich sagen, die Kinder sind zu alt, was soll ich den Garten pflegen? Ich habe 5 Zimmer, die ich putzen muss, die ich nicht nutze und ich möchte aber doch eher meine Wohnung, die ich jetzt vielleicht zweckmäßig brauche, abschließen, zum Flughafen fahren und in Urlaub fahren. Also es ist schon die Nachfrage in beide Richtungen groß, aber die Zielgruppen sind total unterschiedlich. Welcher Typ seid ihr denn? Typ Haus kaufen oder Typ Wohnung kaufen? Lasst es uns gerne wissen und auch, ob ihr öfter solche Haustouren hier sehen wollt. Das machen wir dann natürlich gerne. Lieber Jörg, vielen Dank fürs Rumführen. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht, jederzeit wieder. Wunderbar, das nehmen wir beim Wort. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Abonniert gerne den Kanal, schaut weitere Videos hier bei uns. Und ja, ich würde sagen, wir verlassen jetzt das Haus und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.